Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung eines günstigen Einsteiger-Hexakopters, dem X800. Was dieser für 40 Euro taugt, möchte ich euch im Folgenden zeigen. Obligatorisch beginnen wir hierbei mit dem Lieferumfang. In der Verpackung befindet sich neben dem Kopter und der Fernbedienung noch 6 Ersatzpropeller, ein Ladegerät auf USB, ein Schraubendreher, ein Tool zum Entfernen der Rotorblätter sowie eine Bedienungsanleitung. Der Akku ist schon im Kopter verbaut und somit leider auch relativ schwer zu entfernen. Möchte man diesen doch einmal entfernen, muss man dazu leider fast den gesamten Kopter zerlegen. Dabei hilft einem glücklicherweise der mitgelieferte Schraubendreher. Aber eins nach dem anderen. Beginnen wir mit der Fernbedienung. Diese ist wie fast alles hier aus Kunststoff gefertigt und angenehm groß. Funken tut diese auf 2,4 GHz. Auf der linken Seite befindet sich der Schubregler. Diese Funktion ist auch die einzige Taste, die nicht alleine wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehrt, sondern an der Stelle bleibt, wo man sie stehen lässt. Gibt man somit Vollgas, bleibt der Kopter bei Vollgas, beziehungsweise ist man gelandet, bleiben die Rotorblätter auch aus. Alle anderen Hebel kehren nach dem Loslassen sofort in ihre Ausgangsposition zurück. Das Drehen bzw. das Kippen des Kopters lässt sich mit einem Knopfdruck tauschen, je nachdem wie man es lieber mag. Alle Steuerbefehle bis auf das Gas sind trimmbar. Hier sei dem Anfänger noch einmal kurz gesagt, man trimmt immer dem Fehler entgegen, da man sonst das Abdriften des Kopters nur noch schlimmer macht. Über den On-Off-Schalter lassen sich unterschiedliche Geschwindigkeitsmodi einstellen, sodass auch ein Anfänger genügend Zeit hat, um zu reagieren. Sehr cool finde ich außerdem die Funktion des Saltos. Diese führt der Kopter einfach auf Knopfdruck aus, überschlägt sich und landet anschließend nahezu auf der Ausgangsposition und bleibt anschließend noch gut kontrollierbar. Auf der rechten Schultertaste lassen sich die LEDs an- und ausschalten. Schaltet man diese aus, hat man natürlich eine etwas längere Flugzeit. Aber nun zum Kopter selbst. Dieser ist sehr stabil gebaut und übersteht somit auch mehrere Abstürze gut. Aber dazu später mehr. Alles in allem, also auch mit den Propellerschonern, hat der Kopter einen Durchmesser von 21 cm und ein Gewicht von 71 Gramm. Somit eignet er sich nur zum Fliegen bei Windstille draußen. Bei etwas Wind hat man mit dem Kopter keine Chance mehr draußen. Bei schon etwas Wind hat man draußen mit dem Kopter keine Chance mehr. Er wird vom Wind hin und her getragen und man ist nur noch dabei, den Kopter gerade irgendwie in seinen Grenzen zu halten. Mit einer Akkuladung ist eine Flugzeit von ca. 7 Minuten möglich. Allerdings erhält man hierbei weder beim Kopter noch an der Fernbedienung eine Auskunft über die Restspannung. Auch beim Laden muss man sich auf sein Gefühl bzw. auf die Uhr verlassen, da der Hersteller hier nur ein Kabel auf USB mitgibt und man den Kopter somit entweder am PC oder am heimischen Ladegerät laden muss. Finde ich etwas schade, aber in der Preisklasse kann man das glaube ich noch verschmerzen. Aber wie bekomme ich meinen Kopter nun in die Luft? Hierzu muss als erstes die Fernbedienung eingeschaltet werden. Hierbei sollte auch direkt der Geschwindigkeitsmodi gewählt werden. Denn wählt man diesen später, verliert der Kopter dabei seinen Funkkontakt, was beim Fliegen nicht sehr schön ist. Anschließend können die beiden Stromkontakte am Kopter zusammengeführt werden. Um nun die Propeller zu entlocken, muss das Gas einmal komplett nach oben geführt werden und anschließend wieder zurückgenommen werden. Dies wird mit einem Piepen und einem durchgehenden Leuchten der LEDs am Kopter bestätigt. Nach etwas Eingewöhnungszeit kann man den Kopter gut in der Luft halten. Solange Windstille herrscht, kann man hier auch von Fliegen sprechen. Was mich allerdings sehr stört, ist, dass jeder Steuerbefehl mit einem Höhenverlust verbunden ist. Somit muss man eigentlich immer mit dem Gas gegensteuern. Der eingebaute Gyro hilft hier meiner Meinung nach nicht viel. Zumindest merke ich beim Fliegen nicht viel von ihm. Die Fernbedienung würde ich somit nicht aus der Hand legen. Abschließend kann man sagen, ich habe ein eher gemischtes Gefühl, was das Fliegen von diesem Kopter angeht. Also was bekommt man hier nun für seine 40 Euro? Einen sehr stabil gebauten Kopter, der bei mir schon mehrere Abstürze überleben musste, unter anderem ein Absturz aus ca. 5 Metern direkt auf Stein. Also nochmal zusammenfassend gesagt, das Flugverhalten des Kopters ist in Ordnung, solange Windstille herrscht. Aber es ist und bleibt nun mal ein Spielzeug. Also wem würde ich diesen Kopter nun empfehlen? All denjenigen, die das Fliegen mit einem Quadrocopter bzw. Hexakopter einmal ausprobieren wollen, nicht zu viel Geld in die Hand nehmen möchten und über die nicht so guten Flugfähigkeiten hinwegsehen können.